Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Skyhead. Ja, ich mache hier gerade mal wieder so eine kleine Tour hier in meinem Lieblingswald, so schön zum Feierabend hin, und da dachte ich, könnte die Zeit mal kurz nutzen, ja, mal ein kleines Dankeschön-Video zu machen. Also für alle Leute, die jetzt hier ein interessantes, wichtiges Video erwarten, muss ich euch leider enttäuschen, ist nur ein Laber-Video. Für die Leute, die es nicht interessiert, Quintessenz ist, spendet Geld. Ich habe unten einen Link in die Beschreibung reingepackt. Wichtig, Geld spenden. So, und für alle anderen, ja, ich habe ausnahmsweise mal was gewonnen bei einem Giveaway, sogar bei zwei Giveaways. Und zwar habe ich von bei dem Sigi Pop mitgemacht, dem Matthias. Und das andere ist von dem Schnorris und ja, dem Christoph von Schnorris 58. Und ja, dazu wollte ich mal ganz kurz was sagen. Bei dem Matthias ging es um eine Spendenaktion. Er hat sein Giveaway veranstaltet und hat dann dazu aufgerufen, dass man Geld spendet und ihm dann einen Beleg einsendet. Und ja, leider ist diese Aktion nicht so erfolgreich gewesen, wie ich oder er sich das vielleicht gedacht hätten. Also es haben relativ wenig Leute mitgemacht, was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass ich auch mal was gewonnen habe. Gut, Glück für mich, schade für die Aktion, weil es eigentlich eine ziemlich coole Sache war. Weil er hat halt gesagt, dass man für gute Sachen Geld spenden soll. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal dazu aufrufen, spendet Geld für irgendwelche wohltätigen Organisationen. Wenn ihr das Geld überhaupt, warum nicht, müsst ihr es nicht immer in quatschige Gears stecken, sondern tut auch mal was Gutes. Ich habe an Viva Con Aqua gespendet. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung drin. Das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass ja, das Wasser für alle Leute zugänglich ist. Sprich, die bauen Brunnen und ähnliches. Eine ziemlich coole Sache. Und ja, bei dem Schnorris war es einfach nur ein kleines, kleine Giveaway-Aktion, wo man in den Kommentaren mehr oder weniger erraten sollte, oder reinschreiben sollte, wofür sein Name steht. Oh, wir kriegen Gesellschaft, Leute, ich muss mich beeilen. Könnte ein T-Rex sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Die machen ähnliche Geräusche, glaube ich. Alles klar. So, Leute, Christoph, ich danke dir. Matthias, ich danke dir auch und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Cheers.